Gut. Christoph ist immer noch da hinten. Bist nur jetzt ganz hinten einsam auf der Leine. Kokosnuss, genau wie du sagtest. Nun, ich probiere sie gerne aus. Lass mich dir die Lauge zurückgeben. Jetzt hast du alles, was wir brauchen, um Seife herzustellen. Ich erhitze schon mal das Wasser. Hey, danke. Stell Karottenseife her. Nee. Das muss ich sicherlich nicht hier herstellen. Bin mir unsicher. Da. Karte habe ich nicht. Karte habe ich tatsächlich nicht. Das Einzige, was ich bin, ist müde. Man muss ja keinen Kater haben. Man muss ja keinen Kater haben. War genau richtig so. Weil ich glaube, sonst wäre ich jetzt nicht in der Lage zu streamen. Wenn ich einen Kater hätte. Dann hätte ich mich ins Bettchen verkrümelt und wäre, glaube ich, auch nicht mehr aufgestanden. Ich glaube, den letzten Kater, den ich hatte, war Silvester und auch das ging. Ging. Es ist lange, lange her, dass ich einen Kater hatte. Ich glaube, hätte ich gestern Abend auf dem Oktoberfest noch Schnaps oder sowas getrunken, ja gut, dann sähe die Sache wahrscheinlich anders aus. Ich weiß gar nicht. Hatte ich. Ich glaube, drei Bier und zwei Weinschorlen. Mehr hatte ich nicht. Also, ja. Gut. Aber war ein schöner Abend. Das auf jeden Fall. Habt ihr auch die Bilder im Discord gesehen? Er ist ein Kürbis. Wer brauchte denn einen Kürbis? Und einer brauchte doch einen Kürbis. Ach, Madamechen hier. Wieso hat das so lange gedauert? Ich wusste nicht, dass ich hier einen Kürbis stehen habe. Hi. So, was brauchtest du noch? Nein, nee, das ist tatsächlich mit dem Alkohol noch recht ganz bei dir. Ja. Ich wollte ja Spaß haben und mich nicht besinnungslos besaufen. Nee. Da hat man dann ja nicht viel von. Außer am nächsten Tag so ein Schädel. Und wahrscheinlich noch Kotzerei. Also, nee. Nee. Ich bin auch, glaube ich, aus dem Alter raus, wo man ganze Zeit da Lütjelage und sonstiges trinkt. Ganze Schnäpse und sowas. War früher schon nicht ganz mein Ding. Aber nee. 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 Dafür ist meine Stimme ganz schön im Arsch. Gut, mittlerweile geht es, aber heute Morgen. Ich habe mich angehört wie so eine alte Frau, die jahrelang geraucht hat. Das klang richtig. Uah. Ich hatte auch so dezent Halsschmerzen. Dezent. Aber mittlerweile geht's. Ich merke zwar schon noch, dass die Stimme ein bisschen angeschlagen ist, aber jetzt nicht mehr so extrem. Wir hätten zu sehen, wie besoffen sind. Selber halt noch recht nüchtern ist.
Wenn ich würde mir noch die Kante geben, wenn mein Psycho komplett unten ist. Also ja, es ist schon lustig, so dem einen oder anderen weit zuzusehen. Wir haben gestern auch so ein paar Leute beobachtet, die wir halt auch so von früher kannten, wo wir auch nur dachten, okay. Ja, ein bisschen weniger hätte es vielleicht auch getan. An Alkohol, aber okay. Jo, jedem das seine. Also wie gesagt, es war schon ein echt lustiger Abend. War auch schön, mal wieder rauszukommen. Christoph, Christoph, Christoph. Dächen. Dich ernähre ich einmal. Brauche ich denn bei den Tieren noch? Da sind die Tiere. Frische Luft. Na doch, frische Luft ist ganz gut. Kommt immer drauf an, wo. Das Viech ist heute auch nicht da. Ja, da muss ich halt echt mal morgens oder nachts halt online kommen. Für das weiße Eichhörnchen. Den könnte ich. Nee. Okay, die beiden kann ich heute auch nicht mehr kriegen. Okay. Da muss ich mal schauen. Christoph. Hi. Nette Karottenseife. Sie riecht lecker. Und die Kokosnuss verstärkt das Ganze noch. Okay, ich muss nachfragen. Warum Karotten? Magst du den Geruch wirklich? Ja, findet das nicht jeder? Es könnte besser sein als Karotten. Okay, Zeit für mich, diese neue Seife auszuprobieren. Ich komme bald wieder. Weißt du, das hat sich wirklich gut angefühlt. Danke. Ich hoffe, ich rieche nicht nach Kuchen. Danke, dass du mir gezeigt hast, wie man Karottenseife herstellt. Jederzeit. Okay. Dann habe ich seine Aufgabe auch fertig. Heute das dritte Mal 450 Kanalpunkte bekommen. Ist doch gut. Ist doch gut. Blaue Sternlilien. Mit Mini. Das fehlt mir halt immer noch. Ich bin schon ziemlich in Folge dabei, ohne einen ausgelassen zu haben. Ja, stimmt. 15 Streams. Nie schlecht. Meinst du jetzt im Waldweit, oder? Dorf, blaue Sternlinien. Ich bin gerade. Bei der Tapferkeit, okay. Also hier oben. Hier wächst nicht viel zurzeit. Könnte recht enttäuschend aussehen für Mini. Okay, einer habe ich. Eine brauche ich noch. Und die finde ich jetzt mal.
Bin in meinem Dorf, werde mich nur etwas lang machen. Mach das. Dann ruhe ich aus. Da ist einer. Lang machen würde ich mich auch gerne. Aber ich weiß, dass ich dann die Nacht nicht schlafen könnte. Deswegen ist Stream da ganz gut. Ja, dass du blaue Sterne in deinem Inventar hast. Habe ich nicht. Das ist jetzt doof. Mal. Doch da. Okay. Bring Mini die blauen Sternlilien. Ja, okay. Es ist schön, wieder Blumen zu sehen. Als ich an diesem Ort war, fühlte ich mich sicher, aber es gab keine Farbe und das machte mich ein bisschen traurig. Diese Blumen sind die perfekte Abhilfe. Weißt du, ich glaube, ich würde sie gerne dem netten Kerl geben, den ich getroffen habe. Mickey, könntest du mir helfen, ein hübsches Blumenarrangement für ihn zu machen? Ich habe bereits die Vase dafür. Alles, was noch fehlt, sind die Blumen. Wir können sie mit Hortensien, Glockenblumen und Sternlilien füllen, die wir gepflückt haben. Okay. Und ich darf den Mist jetzt auch noch herstellen. Weiß-rote Hortensie. Und rote Glockenblume. Okay. Weiß-rote Hortensie. So, bitteschön. Oh, es ist perfekt. Ich hoffe, Mickey werden sie gefallen. Sein Name war die einzige Erinnerung, die ich an diesem Ort, an diesem anderen Ort hatte. Könntest du sie ihm bringen? Es ist mir immer noch peinlich, dass ich mich nicht an ihn erinnere. Dankeschön. Denk über deine Feder nach, Mini. Wir einmal kurz erweitern. Ich werde erstmal frei. Dann einmal bitte nächstes Stockwerk. So. Na, wir nehmen noch ein Stockwerk. Vier Stunden, haben sie gesagt. Dann wachsen die Dinge, haben sie gesagt. Wie lange die ganze Kacke dauert? Im Eigentlichen hat keiner gesagt. Mehr als 4 Stunden. Hast du mal kurz Zeit? Hier. Hallo du! Blumen von Minnie? Meine Güte, das ist wirklich nett von ihr. Sag, wie geht es ihr? Erinnert sie sich an irgendetwas Neues? Sie erinnert sich an Blumen. Es gibt noch Hoffnung. Ob es sie gibt. Danke, dass du ihr hilfst. Oh, könntest du ihr für die Blumen danken? Bis bald! Die steht... Ah, nee. Die steht hier doch nicht. Wo ist Mini? Was ist sie da hinten? Gar nicht anstrengend. Mini! Jetzt kommst du mir entgegen. Haben Mickey die Blumen gefallen? Das haben sie. Oh, ich bin so froh.
Diese Situation ist wirklich seltsam. Ich habe das Gefühl, ich sollte ihn kennen, aber ich kenne ihn nicht. Vielleicht hilft ein Gespräch mit ihm, um dein Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Oh, das macht mich ein bisschen nervös, aber ich kann es versuchen. So, ihr Auftrag ist auch fertig. Jetzt kommt ihr super toller Auftrag. Aquamarin. Weichholz. Das ist ja weniger das Problem. Okay. Die anderen Aufgaben lasse ich, wie gesagt, erstmal gerade noch. Mache ich dann, wenn ich die ganzen alten Sachen abgearbeitet habe. Brauche ich einen Aquamarin? Ihr seid lustig. Wenn man Aquamarin auch so schnell findet. Okay, 2 von 3. Ich meine, immerhin gibt es ja jetzt mehr Möglichkeiten, wo wir Steinchen hier abbauen können. Okay. Aquamarin. Sehr schön. Dann Holz. 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 Was haben wir denn da jetzt bekommen? Okay. Nur die Strandfackel. Nett. Jetzt nicht so ultra tolles. Gut, da ist noch Holz. So im Hartholz brauchen wir uns mittlerweile auch keine Gedanken mehr zu machen. Oh. Hoppla. So. Stelle 3 Sonnenlichtfackeln her. Das kann ich aber bei mir zu Hause machen. Jetzt schneller. Ich glaube aber, wir gucken gleich echt schon mal in den Laden. Ich habe nicht genug Zitrin. Ernsthaft nicht?
Was habe ich denn mit dem ganzen Zitrin gemacht? Okay. Hier ist auch nichts, ne? Na gut, das würde ja sonst angezeigt werden. Wir werden mal was machen. So. Da will ich mal wissen, ob das funktioniert. So. Das will ich einfach mal kurz ausprobieren. Kann ich? Mal. Ich weiß nicht, ob es geht. Also ich lasse dennoch hier mal kurz draußen. Genauso wie ich diese Truhe hier mal draußen lasse. Meine Notfalltruhen für draußen. Und jetzt will ich was ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Das hier nehme ich kurz mit. Ich brauche auf jeden Fall jetzt noch zweimal Zitrinen. Kann lustig werden. Und jetzt einmal kurz in den Laden hier rein. Hallo. Ich würde gerne einige Dinge bestellen. Möbel. Alles. Naja, okay. Wusste ich, dass das nicht funktioniert. Hätte mich gewundert. Okay. Kleidung. Was hast du denn an Kleidung? Weiß ich, guck hier das mal. Die wollte ich unbedingt haben. Wie das hier. Okay, beim Rest ist jetzt nichts, was ich unbedingt haben wollen würde. Freundlichen Dank. Okay, was haben wir denn hier? Sei gegrüßt, Nachbar. Graue Armbanduhr.
Ich weiß jetzt nicht, wird Kleidung auch zweimal angezeigt? Ich weiß es halt nicht. Graue Armbanduhr. Sowas. Wir sollten mal hier hochscrollen. Ne, habe ich tatsächlich noch nicht. Hallo. Ah. Nee. Sei gegrüßt. Die schon uns auch. Gut, den Hut holen wir uns auch mal. Ich will jetzt nicht so lange warten, bis... Hallo. Von Ralf reicht's. Das will ich einmal kurz gucken. Auf Wiedersehen. Habe ich den einfach nie genommen? Ich habe den einfach nie genommen, okay. Einen schönen Tag noch. Hey. Hallo. König der Löwen. Huch, nein. Ich wollte es doch haben. Habe ich ein Kaufproblem? Sei gegrüßt, Nachbar. Ja, habe ich. Auf Wiedersehen und bis bald. Habe ich nicht schon genug Sachen? Hallo. Ja, habe ich. Hier ist etwas, das kaufe ich erst ganz am Ende. Einen schönen Tag noch. Gebe ich mein Geld gerade für irgendwelche Sachen aus? Hallo. Ja, tue ich. Einen schönen Tag noch. Sei gegrüßt, Nachbar. Bin ich ein hoffnungsloser Fall? Ja, den hatte ich sogar schon. Einen schönen Tag noch. Ist aber nicht so wild. Oh. Kann man immer wieder gebrauchen. Das da brauche ich nicht. Sei gegrüßt, Nachbar. Die Mülltonne jetzt auch nicht so. Hallo. Die Lampe. Ohne Löwenstatue. Sei gegrüßt, Nachbar. Ja, auf jeden Fall. Natürlich brauchen wir die. Einen schönen Tag noch. Egal, ob ich sie habe oder nicht. Kann nichts schaden. Hatte ich schon, scheinbar schon. Okay, und das hier habe ich auch schon. Gut, ich habe den Laden leer gekauft. Außer eine Sache, die ich nicht, die zwei Sachen, die ich nicht will. Und zwei Sachen, die ich schon habe. Habe ich ein Problem? Ja. Pass auf, und jetzt sind die Kürbisse da. Nee. 184 von 716. Dann will ich wissen, was hier noch alles an Sachen kommt. Glaube nicht. Das nimmt langsam Überhand. Das hatte ich doch noch nicht. Okay. Also, wo kriege ich nochmal Zitrin her? Tonnige Ebene. Oder Richtung des Vertrauens. Also vom Arm der Welt. So, und? Ich könnte tatsächlich einmal die Garderobe ändern.
Zwar einmal hier das König der Löwen-Oberteil. Das finde ich nämlich cool. Aber das hier natürlich auch nice wäre. Ja, wir nehmen erstmal das hier. Okay, das sieht man nicht. Ja gut. Dann natürlich so. Und Frisur. Passt. Gut. Servus. Okay, ein Zitrin. Ich würde sagen, es ist ja, okay. Hier komme ich, glaube ich, immer noch nicht rüber. Nee. Ich weiß auch nicht, womit man das wegmacht. Da wahrscheinlich auch irgendwann noch. Nein, mein Inventar ist voll. So, ich esse mal ein bisschen was. Einmal. Zweimal. Hallo. Brauchtest du noch glänzenden Zitrinen? Glänzenden Zitrinen. Die hat so Langeweile, die Frau. Wie viel will sie mir hinterher schmeißen? Ja. Dann gehen wir jetzt mal den Umweg. Ist es ja tatsächlich. Um hier in diese Steine ranzukommen. Bauen wir Felsen ab. Ich habe zu volles Inventar. Steine. Okay, 3. Sehr schön. Kann ich es jetzt herstellen? Ju. Aber, bevor ich das jetzt gleich herstelle, mache ich mal eine ganz kurze Pause. Muss ich mir mal ganz kurz wohin?